Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play to the Moon. Uns fehlt immer noch ein Fragment. Wir sind hier gerade auf der Hochzeitsfeier von John und River. Ich weiß gar nicht, hatten wir die Oliven schon probiert? Ja, okay, das ist anscheinend keine Option. Dann gucken wir mal, ob wir hier drüben noch etwas finden. Man kann hier noch hingehen. Sehr gut. Ach ja, wegen der Tante. Das hatten sie ja in der letzten Folge erwähnt. Nanu? Da kann man nichts mehr machen, River. Ich bin sicher, es war keine Absicht. Komm schon, wir kommen zu spät. Warte mal, ist das ein Hase? Was meinst du? Ist das der Ursprung der ganzen Papierhasen? Warum sollte sie sich an der Sache mit dem überfahrenen Tier dermaßen festbeißen? Vor allem erst so viele Jahre danach. Was fragst du mich? Du bist hier die einzige Frau. Davon werde ich erst überzeugt sein, wenn du dich traust, einen Bungee-Sprung ohne Seil zu machen. Okay. River, komm schon. Wir sind spät dran. Das war jetzt das Fragment. Wenn der Hase jetzt das Memento ist, kommen wir dann jetzt zu einem Zeitpunkt, wo sie offensichtlich den Hasen schon kannte, dass es sie deshalb so berührt, dass er überfahren wurde? Drei. Ich glaube, das ist diesmal sogar machbar. Haha! Du weißt, dass es eine fantastische Hochzeit war, wenn das Memento ein überfahrenes Tier ist. Hey, vielleicht sah sie das als eine Metapher für die schreckliche Ehe. Und dann, Jahre später, fing sie an, Hasen zu falten, weil sie sich daran erinnerte, wie sehr das hier zum Himmel stank. Oder was weiß ich, irgendwas ähnliches wichtigtuerisch. Coole Story, Neil. Er hat einen merkwürdigen Humor. Armes Ding. Was ist das eigentlich heute mit den ganzen überfahrenen Tieren? Schau mich nicht so an. Es riecht nach Bauernhof hier. Und nach überfahrenen Tieren. Lass uns den Geruchssimulator deaktivieren und schleunigst von hier verschwinden. Ist das jetzt derselbe Hase? Und es sind ja jetzt anscheinend Monate oder wenigstens ein, zwei Jahre vergangen. Und ist das... Also lag der dann die ganze Zeit bis zur Hochzeit oder ist das ein anderer Hase? Weil hier ist ja noch alles da. Alles... Hä? Ist jetzt... Wah! Ein sehr großes Pferd. Wow. Lass es sein. Was genau soll ich sein lassen? Das weißt du. Ich soll es sein lassen, nicht auf diesem Pferd zu reiten. Wie alt bist du? 5? Okay, ich werde auf keinen Fall nicht auf diesem Pferd reiten. Ja. Hör auf, Zeit zu verschwenden, Neil. Oh Mist. Das ist nicht gut. Uah, tu doch was. Steh nicht so blöd in der Gegend rum. Hol mich hier runter. Verdammt, das stand nicht in meiner Stellenbeschreibung.
muss aber dazu sagen, das hat er sich jetzt selber eingebrockt. Ah. Okay, anscheinend kann ich das noch nicht auslösen. Ah doch, jetzt. Ob das wirklich eine gute Idee ist? Sie kommt schon klar, sie macht das nicht zum ersten Mal. Aber sie ist bisher noch nie alleine geritten. Ich kann das, ich bin kein Kind. Oh, oh, River! Worauf wartest du? Komm schon! Ey, warte auf mich! Ich frage mich, ob Nils schon von dem Pferd heruntergekommen ist. Eva! Anscheinend noch nicht. Das hier liegt 20% über meiner Belastungsgrenze. Was für ein Volltrottel. Anscheinend müssen wir auch reiten. Ach, zum Maiskolben damit. Ach Gott, das auch noch. Moment, da muss ich ganz kurz auf Tastatur. So. Hurra. Was? Was habe ich da eingesammelt? Und warum? Da ist er. Was muss ich machen? Ihn nur einholen oder? Wow. Hä? Er ist hier durchgekommen. Ich werde von einem Stein aufgehalten? Da ist die Melodie gleich viel fröhlicher. Ich dachte, er läuft dieselbe Route, deshalb bin ich ihm gerade hinterher. Also, einmal vorausgeritten, aber es macht eine andere Route. Was muss ich denn machen? Ich habe ihn doch jetzt schon einmal eingeholt. Ach, wie? Hä? Sind wir kollidiert? Ich danke dir. Autsch. Okay, wo ist er jetzt? Ah, das River. Halt. Muss ich dich auch tackeln? Anscheinend. Ich wollte gerade sagen, ich hänge an der Blume fest. Okay. So, das ist... Hier ist immer noch River. Und wo ist John? Okay, ich kann noch nicht mit ihm reden. Also muss ich erst John finden, schätze ich mal. Das sind normale Reiter. Und das ist River. Wo steckt John? Sieht manchmal so aus, als wären es zwei Leute, die da reiten. Ist das ein Glitch? Ich glaube, John ist dabei, oder? Wer ist hier daneben? Ja, dass ich manchmal so an einem Baum hängen bleibe, wie fies. Wo ist sie jetzt hin? Sie. Was muss ich denn machen? Hilfe!
Also ich bin mir nicht sicher, ob hier noch was zu tun ist. Kann ich hier wieder absteigen? Nee. Okay, das Memento habe ich gefunden, aber wie kann ich absteigen? Ich bin gerade leicht überfragt. Was soll ich denn jetzt hier noch tun? Nein, häng doch nicht wieder an dem Baum. Vor allem bleibt das Pferd immer erst beim Baum kleben. Ich komme da auch nicht mehr weg für eine kurze Zeit. Als wäre ich irgendwie gestunt oder so. Er hängt auch fest. Wo bin ich jetzt? Da. Was muss ich denn jetzt machen? Hilfe! Es passiert aber auch nichts, wenn ich auf ihrer Höhe bleibe. Bitte wieder absteigen? Jetzt hänge ich an einem Busch. Nein. Hallo, Neil, kannst du mir bitte helfen? Ich würde gerne absteigen. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Was möchte das Spiel denn von mir? Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Muss ich vielleicht mit den Gästen hier ein bisschen reiten? Kann ich mir eigentlich nur schwer vorstellen. Vor allem reiten die ganz normal. Ich muss vermutlich wirklich mit River reiten, aber wie lange und wie oder wie oft? Vor allem kenne ich ihre Route noch nicht so wirklich. Bin ich schneller als sie, das ist sehr merkwürdig. Er ist da, ich habe ihn gerade durchglitschen sehen. Also River und John sind hier quasi ein Pferd. Klingt merkwürdig. hallo? Jetzt habe ich sie aus den Augen verloren. Nein! Es lief gerade so gut. Wo ist sie hin? Da ist sie. Aber das kann ja auch nicht die Antwort sein. Dass ich jetzt die ganze Zeit mit ihr reite, oder? Ich bin ehrlich überfragt. Ich kann doch jetzt nicht die ganze Folge hier reiten. So schön das auch ist und so beschwingt die Musik ist.
Nee, das kann nicht die Antwort sein. Ich muss ja irgendwie von dem Pferd absteigen können, denke ich. Ach was! Das ist die Antwort. Also. mit dem Pferd übrigens. Ihr habt das jetzt nicht gesehen. Mit der Galoppieren-Taste statt wie normalerweise mit der Maus, gerade habe ich die Fragmente auf das Memento geschossen. Woher soll ich das wissen, außer durch Probieren? Das hat mir das Spiel nicht gesagt, dass die Galoppieren-Taste jetzt plötzlich die ist, mit der ich das Memento aktivieren kann. Als ich vorhin hier mit dem Pferd stand, wollte ich ganz klassisch mit der Maus, also mit dem Mauszeiger, das Memento auslösen. Das hat nicht funktioniert. Jetzt plötzlich ist es die Galoppieren-Taste. Okay, das war jetzt ein sehr merkwürdiger Moment. Vier. Gott sei Dank stimmte das. Das war schräg. Es ist jetzt. Jetzt geht die Maustaste wieder. Jetzt darf ich wieder mit der Maus. Sehr schön. Die Diagnose steht fest? Ja. Wir sind uns einig, was die Ergebnisse angeht. Leider, und dieses Schicksal teilen Sie mit vielen Menschen, die von einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung betroffen sind, kommt die Diagnose spät. Hätten Sie davon schon gewusst, als Sie noch klein waren, hätte es Ihnen vieles ersparen können. Haben Sie irgendwelche Bücher darüber? Dieses hier ist von Tony Atwood. Er ist eine Koryphäe auf diesem Gebiet. Sie können es erstmal ausleihen, kostenlos. Brennen Sie uns nur nicht damit durch. Danke, Doc. Nun, sind Sie beide ein Paar? Unverheiratet und ohne sonstige rechtliche Bindung. Ja, ich verstehe. Nun, ich könnte Sie an einen spezialisierten Therapeuten überweisen, wenn Sie das möchten. Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten in Ihrer Beziehung? Nein. Und wie sehen Sie das? Nein, alles in Ordnung. Wie auch immer, Sie sollten das Buch ebenfalls lesen. Es wird Ihnen helfen, den Zustand Ihrer Partnerin zu verstehen. Ich lieber nicht. Wieso nicht? Nun gut, es ist Ihre Entscheidung. Für die vorläufige Behandlung gibt es die sogenannte Hypotherapie. Die könnte ihr helfen. Eine Ranch nördlich von hier bietet sie an. Ich könnte das in die Wege leiten. Ich hab's dir doch gesagt. Hat sie? Was? Ach, deshalb ist das Ticken gerade so deutlich. Entschuldigen Sie, könnten Sie bitte die Uhr leiser stellen? Sie kann das Ticken nicht gut ertragen. Ist nicht so schlimm, ich halte es schon aus. Kein Problem, das mache ich gern. Falls es noch etwas gibt, was Sie beunruhigt, sagen Sie mir einfach Bescheid. Vielen Dank. Das erklärt dann wohl die Uhren im Haus.
Ich kann es nicht fassen, dass diese Scheußlichkeit schon so früh in den Erinnerungen auftaucht. Da hat jemand sein Plüschtier wohl sehr sorgsam behandelt. Und hatte, was Tiere angeht, einen ziemlich miserablen Geschmack. Nicht mehr lange. Sie werden dich gleich aufrufen. Hier haben wir, glaube ich, alles durch. Kann mal gucken, ob wir noch in den Raum gehen können. Ah ja, können wir. Eine einfache gelbbraune Handtasche. Tony Edward. Moment, das gucke ich mir mal ganz kurz an. Notizen. Tony Edward, der Autor einer Buchreihe über Rivers Störung. Edward, hatten wir den schon mal irgendwo? So. Jetzt ist die Frage, mache ich jetzt mal eine Ausnahme und einfach das Memento in dieser Folge oder cutte ich hier wie immer? Ich mache hier mal wieder einen Cut. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Lösung, dann die Mementos immer am Anfang der Folge beziehungsweise die nächste Szene, die nächste Erinnerung dann in der nächsten Folge ganz direkt am Anfang. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.